Selbst wenn du Erbsen nicht magst, wirst du dieses Pesto lieben. Dafür 300 Gramm Erbsen, Kräuterfrischkäse, Salz und Basilikum. Dann noch etwas Wasser. Nun das Ganze mit dem Medium-Standmixer mixen und über die Nudeln geben. Das Ganze gut vermengen. Und jetzt eine Frage an euch. Mögt ihr lieber grünes oder rotes Pesto?